Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News. Und zwar ist ein neues DD-Monster hier in Extreme Force, wird es herauskommen. Und zwar, ja, DD Pursuer ist mal der voraussichtliche Name. Ein Level 3 Finsternis, Psi wahrscheinlich, Effektmonster. Mit 1500 Angriff, 800 Verteidigung und man kann diesen Karteneffekt nur einmal pro Runde aktivieren. Und Quick-Effekt, ja, man kann ein Monster, ein offenes Monster, was man kontrolliert, wählen und es bis zur Endphase der nächsten Runde verbannen. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Man wählt einfach die Extra-Deck-Monster-Karten. Und dann in der nächsten, in der Endphase der nächsten Runde, also in der gegnerischen wahrscheinlich, man kann es auch in der eigenen machen, aber in der gegnerischen kann man das auch aktivieren, aber dann kommt er einfach wieder aufs Feld, so in der Main-Monster-Zone, und man hat wieder seine Extra-Deck-Zone frei. Ist nicht so schlecht. Er wird es vielleicht nicht überleben, die Runde, aber man hat wenigstens dann eine Zone dann wieder frei. Gar nicht so schlecht. Aber das ist noch nicht alles, es gibt noch mehrere von Extreme Force. Hier zum Beispiel World Legacy World Shield. Das ist die dritte World Legacy Monster. Kann vielleicht besser sein als die das letzte, was mit Crawler irgendwie zusammenarbeitet. Was ich nicht so gut finde. Hat 3000 Verteidigung, das ist mal schon gut, Level 6. Und man kann diesen Effekt, diese drei Effekte nur einmal pro Runde aktivieren. Gut, wenn diese, also diese Karte ist eine Monsterzone, ist unaffected, also nicht, also ist unberührt von aktivierten Effekten von Monster, die spezial beschwört sind von Extra Deck. Das ist eigentlich auch sehr gut. 3000 Verteidigung immerhin. Dann World Legacy Cards, die ich kontrolliere in derselben Reihe, als diese Karte kann nicht angezielt werden oder zerstört werden bei gegnerischen Effekten. Achso, die sind für Jack's Knight. Die sind für Jack's Knight, ein anderes Video von mir. Habe ich die präsentiert, die können das mit denen ein bisschen dazu, weil da gibt es auch World Legacy Karten. Okay, und wenn diese Karte in Friedhof ist, während das Standby Phase, man kann 1000 Lebenspunkte zahlen, man kann dann diese Karte vom Friedhof Spezialbeschwörung, dann kann der Gegner leider ein Monster vom Hand oder vom Friedhof als Spezialbeschwörung. Kann gut sein, der dritte Effekt. Muss aber nicht gut sein. Dafür ist Star der Schutz für die Zauber- und Fallenkarten von den am besten die Jack's Knight World Legacy Karten, weil ich glaube für World Release ist es nicht so gut, weil die sind keine permanenten, glaube ich. Und das ist auch natürlich sehr gut. Ein indirekter Schutz vor spezialbeschwörenden Monstern des Gegners. Aber das ist noch nicht alles, es gibt noch viel mehr. Es gibt hier das neue Link Monster. Da hier das Ventriloquist Clarant Lucica oder Lucica, keine Ahnung. Es ist ein Link 1 Monster, Erde, Zauberer, Magier, nicht Zauberer, Magier, Effektmonster mit 0 Angriff. Der Linkzeiger zeigt nach oben. Man braucht nur ein normal beschwungenes Monster oder gesetztes Monster sogar. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Setmonster. Und kann nicht als Link beschwören, außer in der Main-Phase 2. Ja, es ist, kann für jedes Monster eigentlich dann benutzt werden. Jedes Deck kann diese Karte benutzen. Ich weiß nicht, ob es so praktisch ist. Es ist einfach nur vielleicht praktisch, ein Monster wegzubekommen. Oder als U zu setzen, damit man die gegnerische Extra-Monster-Zone auch übernimmt. Ja, okay, da gibt's auch noch Mystical Beast kommt da auch noch dazu. Kind Chakal oder hier dann auch noch Beast Garuda. Machen wir uns erstmal aus. Der King Chakal, Level 6, auch wieder Magier, Pendulum Effekt Monster mit 2400. Pendulum Scale ist 4. Man kann diesen Effekt nur einmal pro Spiel benutzen, der Pendulum Effekt.
wenn man keine andere Karte in der Behinderungszone kontrolliert. Man kann diese Karte zerstören, wenn man das tut, Spezialbeschwörung ein offenes Mystical Beast Pendulum Monster vom offen vom Extra Deck, außer Mystical Beast King Chakar, also den anderen dann. Der Monster-Effekt ist, jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, setze eine Zauber-Zählmarke auf diese Karte, wenn diese Karte halt aktiviert wird, eine Zauberkarte aktiviert wird. Und einmal pro Runde, wenn ein gegnerisches Monster seine Effekte aktiviert, man kann zwei Zauber-Zählmarken von diesen Karte dann vom Feld weglegen und die Aktivierung negieren und das Monster zerstören. Sehr gut eigentlich, sehr sehr gut, weil es geht ja ziemlich schnell, wenn man das macht, mit Pendel ein bisschen. Sehr zauberhaft klassisch müsste man das machen dann. Und hier ist dann noch der andere Vogel, der Beast Garuda, mit Level 4 Licht, auch wieder Magier und Pendulum Effektmonster. 1200 Angriff, 1600 Verteidigung, auch wieder Pendulum Skill 4, der Effekt davon ist. Man kann, wenn man keine andere Karte in der Pendulum-Zone hat, kann man eine Zauberfallkarte auf dem Feld wählen, außer diese Karte und es zerstören. Und dann diese Karte zerstören. Der Monster-Effekt ist, man kann ihn halt einmal pro Runde aktivieren, okay. Wenn der Gegner eine normale Spezialbeschwörung macht, dann kann man drei Zauber-Zählmarken von Karten, die man kontrolliert, entfernen und diese Karte dann als Spezialbeschwörung von der Hand. Und wenn man das tut, schickt man das gegnerische spezialbeschworene Monster wieder zurück auf die Hand auch. Also das ist eigentlich sehr gut. Und jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, kann man eine Zauberzählmarke auf diese Karte legen. Das ist eigentlich ein Pendelmonster, die man in jedes Deck reingeben kann und wirklich sehr gut klingt. Es sind 6 Karten am besten, also wenn man jede dreimal spielt, am besten, man gibt auch Haufen Zauberkarten rein in irgendein Deck, wo man sehr viel mit Zauberkarten hantiert. Das ist sehr gut. Und hier haben wir aber noch eine Karte in Extreme Force, Flame Administrator. Okay, und der, also es ist ein Link 2 Monster, Feuer, ein Cybers. Mit 1200 Angriff hat links und nach rechts unten. Materialien sind 2 Cybers Monster, okay. Man kann nur einen von diesen kontrollieren und alle Link Monster bekommen 800 Angriff, also er auch. 2000 Angriff, das ist auch eigentlich sehr gut. Gut, das war mal von Extreme Force, die ganzen News. Es kommen noch ein paar andere noch. Die Links sind andere Videos, kommen hier alle dann in die Ecke rein, um einfach weiter zu klicken und durchzustöbern. Dann bis zum nächsten Mal.